Ich habe dreimal das Kreuzband gerissen und das ist eigentlich so das, wo ich eigentlich so meine Tiefpunkte erlebt habe im Fußball und wo eigentlich ja, ziemlich schwer war für mich. Mein Name ist Meram Terschun, ich bin 24, ich komme aus Zürich und spiele beim FCZ. Man will sich wieder unterkriegen lassen von einer Verletzung. Also ich wollte mir selber beweisen, dass ich noch mal arbeite und noch mal gesund werde. Und es war sowieso für mich wichtig, dass ich noch mal auf ein gutes sportliches Niveau kommen kann, weil ich einfach auch sonst ein sehr Bewegungsmensch bin. Und das hat eigentlich schon gelangt, um eigentlich die Energie zu holen, die ich brauche, um zurückzukommen. Ich glaube, es hat mein Leben grundlegend verändert. Weil wenn man gesund ist und nie verletzt ist, dann läuft einfach alles und ist alles immer gut. Und ich glaube, Verletzungen, das hat so sicher in mir ausgelöst, viel mehr auf mich zu hören, auf meinen Körper zu achten. Auch mal können sagen, nein, ich fühle mich heute nicht gut und ich glaube, heute spiele ich nicht oder kann das Training so nicht machen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, vor allem im Schweizer Fußball bei den Frauen, weil wir einfach auch sehr oft auf uns allein gestellt sind. Wir müssen viele Entscheidungen selber fällen. Wir haben nicht einen riesen medizinischen Staff, der uns immer eigentlich kontrolliert und immer sagt, hey, jetzt musst du vielleicht mal eine Pause machen. Und dadurch doch auch sehr gelernt, auf meinen Körper zu hören. In Zukunft ist sicher wichtig, dass wir uns mit Verletzungen, vor allem mit dem Kreuzbandriss, auseinandersetzen. Weil ich glaube, das ist eine Verletzung, die viele Frauen haben. Und das ist einfach die Tatsache. Und dass wir dort wirklich schon ganz früh anfangen, die Spielerinnen zu informieren, die Eltern zu informieren und dann eben auch Präventionstraining machen, schon ganz klein. Ich glaube, das ist eigentlich die einzige Lösung. Und vor allem eben auch, dass die Regeneration einfach extrem wichtig ist. Ich meine, das ist bei uns ja sehr, kommt immer ein bisschen zu kurz, weil wir halt einfach neben dem Fußball noch arbeiten oder eben eine Schule machen. Und da sehe ich die Verantwortung fest beim Verein oder auch beim Verband, dass man das schon früh eigentlich anstrebt und eine Lösung sucht, dass wir eben mehr zur Erholung kommen. Es hat ein paar Momente gegeben, die extrem erfolgreich waren. Also ich habe jenseits Titel holen, mit dem FCZ zum Beispiel. Champions League-Spiel ist einmal etwas mega Spezielles, wenn man sich mit internationalen Teams messen darf. Aber selbstverständlich auch mit der Nazi können an eine EM fahren. Das sind so Momente, wo so die Höhepunkte sind in meiner Karriere, wo ich ja, halt immer noch trotz Verletzung und allem, was mir so negativ widerfahren ist, immer wieder gerne daran denke und mich immer wieder motiviert, selber wieder auf den Platz zu stehen und vielleicht eben auch können, etwas für den Frauenfußball zu bewegen. Also in der Reha gibt es immer Momente, wo es dir besser geht und ein bisschen schlechter geht. Das gehört einfach dazu und es wird einem nicht immer gut gehen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich vielleicht auch sportpsychologische Hilfe holt. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht, dass ich mich therapieren lasse, weil es einfach für mich sehr wichtig war, wieder so ein bisschen Motivation zu holen. Ja, also die Kraft, dass ich wirklich dann wieder auf den Platz kann, weil der Körper braucht einfach den Kopf und wenn es dir im Kopf gut geht, dann kommst du auch wieder eher zurück und sich auch mal Zeit nehmen, etwas machen, was einem gut tut. Das ist immer wichtig. Und einfach dranbleiben, weil ich glaube, das kommt gut. Also es gibt immer Möglichkeiten, um wieder fit zu werden. Also auch wenn die Leute sagen, ja, jetzt musst du aufhören und jetzt ist dreimal das Kreuzband gerissen. Es zählt eigentlich nur, was du denkst und was du willst. Es ist völlig gleich, was alle anderen sagen.